150. Geburtstag von Mahatma Gandhi zeigen wir, wo seine Ideen und Gedanken heute noch lebendig sind. Ich wünschte, ich könnte jeden Menschen davon überzeugen, dass ziviler Ungehorsam das angeborene Recht eines Bürgers ist. Er kann es nicht aufgeben, ohne aufzuhören, ein Mensch zu sein. Zivilen Ungehorsam zu unterdrücken heißt, das Gewissen einkerkern zu wollen. Mit Blick auf die weltweite Ungerechtigkeit und Zerstörung ist wohl Kultur der Gewalt und des Krieges eine treffende Beschreibung unserer Lebensweise. Die allgegenwärtige Militarisierung, das neoliberale Wirtschaftssystem, viele unserer Gesetze sowie unsere Lebensgewohnheiten machen uns viel zu oft zu Unterstützerinnen und Unterstützern des Unrechts und der Gewalt. Um uns nicht selbst zu verraten, ist es wichtig, dem eigenen Gewissen zu folgen und dafür auch Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts vermuteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass der Mensch das Klimasystem der Erde beeinflusst. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Annahmen zur Gewissheit. Durch die massive Verbrennung fossiler Rohstoffe heizt die Menschheit das Klima auf, mit ungeahnten Folgen für das gesamte Leben auf der Erde. Mit zunehmendem Wissensstand wird der Klimawandel als immer gefährlicher eingeschätzt. Die Berichte des Weltklimarates sind erdrückend. Die Untätigkeit von Regierungen und der Wirtschaft veranlasst vor allem junge Menschen, auf die Straße zu gehen. Sie sehen ihre Zukunft massiv gefährdet. Vielen reicht Protest allein aber nicht, denn die Zeit läuft davon. Es droht die schlimmste Katastrophe, die die Menschheit jemals erlebt hat. Mit gewaltfreien Aktionen des zivilen Ungehorsams versuchen Aktivistinnen und Aktivisten weltweit die Regierungen dazu zu bewegen, die nötigen Schritte zu unternehmen. In der Tradition Gandhis nehmen sie dabei auch Verhaftungen in Kauf. Gegründet wurde die Bewegung Extinction Rebellion im Oktober 2018 in Großbritannien. Für den 17. November desselben Jahres wurde bereits der erste große Rebellion Day ausgerufen. An diesem Tag blockierten 6000 Menschen in London die wichtigsten Brücken über die Themse. Die Bewegung wuchs schnell. In der Karwoche im April 2019 beteiligten sich in mindestens 33 Ländern auf 6 Kontinenten Menschen an gewaltfreien Widerstandsaktionen. Die Bewegung hat 3 Forderungen. Die Offenlegung der Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch den Klimawandel, eine Klimamobilisierung und die Schaffung einer Bürgerinnenversammlung zur Überwachung der gerechten Umsetzung der Maßnahmen.